Willkommen, liebe Zuschauer. Chris Roberts, der Schlagerstar, hat mit 73 Jahren einen deutschen Pass bekommen. Er war bisher staatenlos. Obwohl er in München geboren wurde, sich als Deutscher fühlt, mit deutschen Songs bekannt wurde, ungeklärte Staatsbürgerschaft stand in seiner Geburtsurkunde. Das hat sich jetzt geändert. Er ist durch und durch Oranier. König Willem-Alexander hat heute mit seiner Frau die Königsspiele eröffnet. Das ist eine Sportveranstaltung für Schüler und es ist nur der Auftakt zu noch viel größeren Feierlichkeiten. Der König hat schließlich nächste Woche Geburtstag und man wird ja nur einmal 50. Ja, König Willem-Alexander steht der runde Geburtstag noch bevor. Die Queen hat ihren schon letztes Jahr gefeiert, den 90. Aber auch am 91. Heute ist sie noch rüstig. Und wir erfahren gleich, was sie sich für ihr neues Lebensjahr vorgenommen hat. In einer Minute geht's weiter. Willkommen zurück bei Leute heute. 91 Jahre, was für ein stolzes Alter. Mit Dutzenden Salutschüssen haben die Briten ihrer Königin zum Geburtstag gratuliert. Wie jedes Jahr wurden ihr zu Ehren im Londoner Hyde Park und am Tower Kanonensalven abgefeuert. Majestät war allerdings nicht in London, sondern in Windsor. Ja, nicht jeder hat das Glück, seinen Geburtstag dann erst im Sommer zu feiern oder gleich mehrmals wie die Queen. Hier sind weitere Leute heute. Anja Kling war 19, als sie die Bundesrepublik geflohen ist, mit Schwester, Freund und Trabi. Jetzt hat das Thema sie wieder eingeholt, ein ZDF-Dreiteiler mit dem Titel Honigfrauen. An ihrer Seite Dominik Erake, wir haben die beiden getroffen. Schauen wir jetzt noch, welche Klamotten die Stars diese Woche aus dem Kleiderschrank gezaubert haben und welche wir lieber schnell wieder wegzaubern würden. Bitteschön. Naja, das war's auch schon wieder von uns. Hier geht's jetzt weiter mit der Soko Wien. Und bei uns geht's weiter am Montag um 17.45 Uhr. Einen entspannten Abend, ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Machen Sie es gut.